Hallo liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einem Infovideo für euch. Und ihr hört schon im Hintergrund, es geht um 7 Days to Die. Nun, da hat sich ja in letzter Zeit einiges getan. Ich bin ja, wie ihr wisst, der Veranstalter des Hardcore-Events. Da steht das Hardcore-Event Nummer 13, ihr seht es oben eingeblendet, vor der Tür. Des Weiteren bin ich Mitveranstalter des Charity-Events für krebskranke Kinder live auf Twitch. Da oben seht ihr es auch. Am 5.10. dieses Jahr ist die Veranstaltung und inzwischen auch Beta-Tester der Fantasy-Mod zusammen mit der Sorcery. Aber es ist noch was Neues hinzugekommen. Das dürfte euch wahrscheinlich und hoffentlich auch interessieren. Ich bin einer derjenigen, die die Alpha 18 Pre-Stream auf Twitch dementsprechend streamen wird, bevor sie an alle rausgeht. Ich freue mich, dass ihr dann hoffentlich dabei seid. Wann der genaue Erscheinungstermin ist, das weiß ich noch nicht. Das werde ich von den Funpimps noch erfragen und werde es euch dann dementsprechend auch mitteilen, um dann auf Twitch das Ganze zu streamen für euch. Ein paar Tage, bevor es dann für alle rauskommt. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und würde mich freuen, wenn ihr sozusagen dabei seid und schaut, was gibt es Neues, was ist der heiße Shit in 7 Days to Die, und dann werden wir uns der Sache etwas ausführlicher annehmen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß im Netz. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss und Grüße an die Funpimps. Tschüss.